dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Und schon geht's weiter mit der nächsten Folge, dem nächsten Teil der Kategorienbesprechung Skepsis auf dem Gleichsatzkanal. Teil 12 ist am Start mit der Nummer 72. Elias Canetti aus seinem Monumentalwerk, möchte man sprechen, Masse und Macht. Dort heißt es, alles Fragen ist Eindringen. Was soll uns das, war jetzt hier nicht gemeint, was soll uns dieser vierwörtrige Satz sagen? Alles Fragen ist Eindringen, worin Eindringen? Hier kann nur die Person gemeint sein. Es ist eine Person gemeint, die befragt wird, sozusagen im Verhör. Und mit diesen Fragen, falls es dem Befragten nicht gelingt, diese Fragen ins allgemeine Menschliche abzubiegen, ist der Mensch als solcher gefragt. Was auch immer seine Eigenschaften, seine Interessen sind, das Geschäft des Fragens betreiben die Journalisten. Sie dringen ein in den Interviewpartner und der versucht natürlich nicht alles Mögliche preiszugeben, um sich auch nicht verletzbar zu machen, den Eindringling abzuwehren. Eventuell, Stichwort Therapie, wird man mit unangenehmen Wahrheiten konfrontiert, beziehungsweise die Fragen zielen auf derart Unangenehmes ab und verletzen dann. Aber es kann auch sein, dass jemand erfreut darüber ist, so persönlich angesprochen zu werden, und gibt bereitwillig Auskunft. Unter Liebenden ist das bisweilen der Fall. Aber dieses Moment des Eindringens, besonders wenn Menschen einen Schutzwall um sich aufgebaut haben, um eben ein solches Eindringen zu verhindern, wenn die Schotten dicht sind, wie es so schön heißt, dann dringt die Frage hinter die Mauer und wird oft deswegen abgewehrt oder abgelenkt, um sich so zu verteidigen. Das wäre es zur Nummer 72 gewesen. Dann mit der nächsten Nummer wird wieder etwas Unangenehmes
zum Thema der Schmerz, der durch den Zweifel oder die eben besprochene Frage, die Frage nach einem geliebten Menschen, der von uns gegangen ist, löst die Erinnerung eben einen Schmerz des Verlustes aus. Aber auch der Bezug des Zweifels zur Wahrheit kann eben auch unangenehme Wahrheiten bedeuten, schmerzhafte Wahrheiten, um gleich den Begriff zu verwenden. Ich denke mal, damit ist klar, was hier gemeint ist. Dann kommt in der Nummer 401 ein Thema zur Sprache, das auch wieder Journalisten betrifft oder überhaupt, wenn etwas thematisiert wird, ist die Fragestellung, also die Themenstellung, sehr oft entscheidend für das Resultat, das in einer Untersuchung dann zustande kommt. Oder aber ein beliebtes Beispiel sind die Umfragen, wo durch eine gewisse geschickte Fragestellung dann dem Befragten quasi die Antworten schon in den Mund gelegt werden. Also Augen auf im Straßenverkehr, Ohren auf und vor allen Dingen Verstand einschalten, wenn etwas die Frage ist. Und besonders auch ein Gespür dafür zu entwickeln, was nicht in Frage gestellt wird. Das heißt, Themen, die vermieden werden, die nicht bezweifelt werden sollen, Tabuthemen. Alles relevant in Bezug auf eine Klärung des Begriffs, des Zweifelsbegriffs. Der nächste Punkt: Wir leiden öfter an der Vorstellung als an der Wirklichkeit. Ich neige eher dazu, die Wirklichkeit wegzulassen, weil es sich dabei auch nur um eine Vorstellung handelt, um einen Allgemeinbegriff, mit dem nichts Konkretes gemeint ist. Eine Wirklichkeit als solche existiert nicht, ist nicht existent, weil sie den Gegenstand braucht. Und in diesem Sinn ist auch, wie Kant sagt, die Existenz kein Merkmal des Gegenstandes. Allgemeinbegriff, der alles Mögliche umfassen soll und auch nicht problematisch ist, insofern es eben klar ist, was damit gemeint ist, beziehungsweise wenn es nicht nötig ist, jetzt auf Einzelheiten einzugehen oder wenn im Vorhinein schon definiert wurde, was unter diesem Begriff zu verstehen ist, dann spricht nichts gegen seine Anwendung.
vor sich geboten ist jedoch dann, wenn von einer allgemeingültigen objektiven Wirklichkeit die Rede ist und angenommen wird, jeder andere müsste notwendigerweise gleichermaßen dasselbe darunter verstehen. Da sind Missverständnisse im Grunde genommen vorprogrammiert. Aber was ist hier jetzt im Speziellen gemeint? Das Leiden an der Vorstellung, das Leiden an der Einbildung, das Leiden an einer Hoffnung, die nicht erfüllt wird, eines Wunsches, der so gut wie unmöglich erfüllt werden kann, die enttäuschte Erwartung, und je höher geschraubt die Hoffnung ist, umso tiefer ist dann der Fall oder die Verzweiflung und man glaubt, nicht mehr leben zu können ohne irgendetwas. Und nachdem dann dieser Wunsch in Erfüllung geht, wandert er 5 Minuten später in die nächstbeste Ecke, um nie wieder in den Augenschein zu geraten. Die nächste Nummer, 26, Epiktet, ein Epikureer, Stoiker, keine Ahnung, egal, perturbant homines non recipsae sed de rebus decreta. Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinung über die Dinge. Hier nochmal die Nummer 29 in etwas abgerundeter Form mit der Weisheit von Jahrhunderten auf dem Buckel. Epiktet, keine Ahnung. 600, 700 nach, oder ich weiß nicht mal, ob das ein Römer oder Grieche ist. Aber werde mich nach dieser Sitzung schlau machen. Wir schreiten weiter, ich schreite weiter, ihr schreitet weiter, sie schreiten weiter, es schreitet weiter. Mit der Anhäufung von Widersprüchen ergibt sich eine wachsende Geistesverwirrung. Jetzt haben wir den Bezugspunkt Widerspruch zum Begriff des Zweifels. Man möchte sprechen im Wesen des Widerspruchs liegt es sozusagen, Zweifel hervorzurufen. Aber es kann auch sein, dass irgendjemand überhaupt keine Widersprüche sieht und in keinster Weise etwas Grund sieht, etwas in Frage zu stellen. Dann kommt dieses Postulat hier gar nicht in Anwendung. Wir halten fest, überall, wo von Zweifeln gesprochen wird, also was von Zweifeln gilt, gilt im Grunde genommen auch von den Widersprüchen. Sie führen zum Wahnsinn und in den Tod. Und werden nicht lange ausgehalten oder führen dann auch wieder zur Tat, um dann mal grundlegend dann für Klarheit zu sorgen. Derartige Bedürfnisse machen sich dann bemerkbar. Tabula rasa,
Neustart, Reset. Weil die Zweifelhaftigkeit und zur Unsicherheit führt und dadurch zur Unordnung, zu einem Zustand, den nur die höchsten, besten, sichersten Geister mühelos wegstecken. Dann passend zu Teil 12, die Nummer 12 von Kierkegaard, Gord, einem großen Zweifler unter der Sonne. Hier wieder des Moments der Ruhe, des Friedens, der nicht gegeben ist, nicht möglich ist, wo man es mit einer zweifelnden Seele zu tun hat. Und dieses Moment der Unruhe kann eben auch, wie vorhin schon mal zur Sprache gekommen, ein Antreiber sein, ein Schrittmacher sozusagen, aber eben auch, wenn das rechte Maß nicht mehr eingehalten wird und überhaupt keine Ruhe mehr eintritt, dann eben die Seele Schaden nimmt, die Gesundheit Schaden nimmt, der Mensch Schaden nimmt, bis hin zum Tod. Die nächste Nummer, ein anderer Altmeister der frechen Zunge, Friedrich Fritz, wie ihn seine Freunde genannt haben, Fritz. Nicht der Zweifel, die Gewissheit ist das, was wahnsinnig macht. So kann man das Ganze natürlich auch sehen. Wenn es sich nämlich um eine Gewissheit um die Fuchtel der Fragelosigkeiten handelt oder von vermeide es eben, zurückzurudern zu August, dem Messer, dem Lobredner des Unbezweifelten. Da kann es leicht vorkommen, dass eben die Gewissheit oder die Selbstverständlichkeit der Normalität, mit der die Masse dieser Zahnräder oder was das bei Schopenhauer war, da ihren Alltag zubringt, das möchte einen bisweilen zum Wahnsinn treiben. Diese naiv einfältige Durchschnittsversionen eines menschlichen Daseins. Die Nummer 80, was in der Popularesoterik Initiation genannt wird, ist im Grunde Einweihung in die Geheimnisse des Skeptizismus. Jetzt betreten wir die Gefilde des Sektenwesens und anderer Geheimnistour. Wonach der im Zweifel Gestählte dann auch der Eingeweihte ist. Ich erinnere dann nur an gewisse Rituale unter den Freimaurern,
wo einem die Augen verbunden werden, symbolisch für die Beschneidung der Sinne, und dann die Säbel gerasselt werden oder ähnlicher Hokuspokus, um einem Angst einzujagen, anderweitige Schrecknisse und dann noch so ein geweihter Eingeweihten. Ohne durch die Dunkelheit zu gehen, können wir nicht zum Glauben kommen. Wenn die Erleuchtung kommt, verschwinden alle Zweifel. Also, jetzt nochmal eine Nummer höher, jetzt geht es schon in Richtung Erleuchtung. Angestrebt wird die Gottgleichheit im Katalog. Mit drin, Erleuchtung, dann verschwinden alle Zweifel, und was es da nicht alles für Zeugnisse gibt, wie dann plötzlich alle Zweifel schwanden. Dann der nächste Hinweis von Guru sowieso: Der Weg des Zweifels wird bei schwachen Geistern, die ohne Leitung sind, ohne Guru, Gong, Om, bisweilen zum Weg der Verzweiflung. Und da ist es meistens das Ego, das hier unter Beschuss ist. Das Ego muss verzweifeln, dass der wahre Mensch dann ans Licht kommen kann, weil das böse Ego nur falsche Bedürfnisse hat und was weiß ich nicht alles. Und deshalb wird man zur Verzweiflung getrieben. Hier auch noch ein gern genommener Spruch, weniger was den Zweifel anbelangt, aber dass alles möglich ist, ist ja quasi das Parademotto für die Vereinigten Staaten von Kapitalland, so muss es heißen. Ist alles möglich, aber eben auch, du glaubst es nicht. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass diese Leute hinter verschlossenen Türen sich dann einen ablachen über die Blödheit ihrer Jünger. Aber so war es. Wir haben das Video davon. Und in dieser Haltung, dass alles möglich ist, das ist eben, es kann das Beste wie auch das Schlimmste möglich sein, wird der Schüler in diesem Sinne dann, der Schüler sind es, Probanden, der zu Einweihende dann gehalten in diesem Zustand, der ihn in vorbereiten soll dann für die Erleuchtung, die dann unter anderem auch eben die Befreiung von allen Zweifeln mit sich bringt. Und dann die erleuchteten Gurus dann vor dem Fernseher sitzen und sich irgendeine
Soap anschauen und sich wie kleine Kinder daran ergötzen. So erleuchtet sind sie. Nächste Nummer, 149, ein Zweifel an dem, was wir wahrnehmen. Die Wahrnehmung spielt in Bezug auf den Zweifel eine Rolle. Wenn ich nicht weiß, habe ich das gehört, habe ich das gesehen, habe ich das gerochen, was war das für ein Geruch, jetzt ist er weg, ist ein Zweifel an der Wahrnehmung überhaupt. Und ein solcher Zweifel, da gibt es so schöne Filme mit Ingrid Bergman, kann ich mich erinnern, die wird von ihrem Ehemann quasi in den Wahnsinn getrieben, weil er sie dazu bringt, an ihren Sinnen und damit an sich selber zu zweifeln. Was ihm aber nicht gelingt, ich weiß nicht durch was, gibt es dann plötzlich den Beweis, dass er Böses im Schilde führt. Ist ein Zweifel an der Wahrnehmung überhaupt, und ein solcher Zweifel kann sich pathologisch auswirken, also gleich für die Insel machen, woraus viele Geheimlehren die Basis ihrer Belehrungsberechtigung herleiten. Genau. Zuerst so, es sind so Mafia-Methoden. Zuerst wird das Feuer gelegt und dann bietet man quasi seine Dienste als Feuerwehr an. Oder ich lasse die Viren ausschwirren und biete dann mein Antivirenprogramm an. Und hier werden die Leute verrückt gemacht und dann kommt der Guru und sagt, ich kann dir helfen. Und tatsächlich ist alles in Ordnung, weil ja niemand mehr, wie kommt's, verrückt gemacht wird. Und schon schwört man Steiß und Bein auf seine Familie, die dann nachts in Beverly Hills dann Sharon Tate abmurksen. Aber das war jetzt vielleicht eine unangebrachte Polemisierung. Oder auch nicht. Wir schreiten weiter. Ich schätze jetzt mal, es sind 20 Minuten. Oh, damn it. 2 Minuten habe ich noch. So kann man sich verschätzen. 130, die Taktik der Zerstörung des gegnerischen Glaubens als heimtückische Herrschaftsmethode. Und hier haben wir die Geheimdienste am Start. Oder eben Desinformation ist gerade aktuell. Die Russen sind da groß am Werk in Facebook und überall werden da Nachrichten gestreut, die irgendjemanden diffamieren sollen oder ein ganzes Land in Verruf bringen sollen. Mit getürkten Klicks wird da der Irrtum verbreitet, dass es sich um ein allgemein verbreitetes Massenphänomen handelt. Jeder ist praktisch dieser Ansicht. Und so wird der Glaube des Gegners an irgendetwas untergraben. So ist das richtige Wort. Untergraben, und nach 2 Minuten müsste eigentlich meine Zeituhr aufpoppen, und da schaue ich jetzt so eine halbe Minute noch, und wenn nicht, dann frage ich mich, was da los ist, ob ich da was verstehe. Dann kommen wir noch zur 115, die ist auch nicht schwer,
beziehungsweise da gibt es nicht viel zu sagen. Zweiteilung ist eben jemanden stutzig zu machen, zu verunsichern, ist doch, da kommt der Pop-up, ist ein altes Attribut des Teufels, soll heißen, in der Geschichte der Menschheit ist das, was man der Idee etwas Teuflischem, ist ja auch nur eine Abstraktion. Man darf hier genauso wenig wie bei anderen Abstraktionen glauben, dass es sich hierbei jetzt notwendigerweise um etwas in Fleisch und Blut handelt. Es ist in erster Linie eine Idee, und zwar die des abgründig Bösen, nicht nur des verständlich Bösen aufgrund eben Vorteilsnahme und Eigennutzes und so weiter. Hier handelt es sich um das Böse, um des bösen Willen sozusagen, um das Prinzip des Bösen, das gegen ein Prinzip des Guten in die Waagschale bzw. in den Ring geworfen wird. Und im Krieg der Geister, was eben eine besondere Art der Kriegsführung ist, nachdem die physikalische Kriegsführung eher unpopulär geworden ist, also die physische Gewalt, dann wird der Krieg eben auf dem Gebiet des Geistes vorangetrieben. Ja, und wie gesagt, Zweifel spalten, dann Unentschiedenheit, die Lähmung der Aktivität und was sonst noch alles im Gefolge ist. Aber meine Zeit ist gekommen für die Folge 12. Ich markiere, Folge 12 endet mit einem Zweiteiler. Ha, ha, ha. Zur Teufelsthematik, und ich markiere die Nummer 113 für das nächste Mal. Passend zu Teil 13 der munteren Kategorienbesprechung auf Gleichsatz, dem Gleichsatzkanal der YouTube-Schwester von Gleichsatz.de, der besten Philosophie-Webseite, wo gibt. Der Friede sei mit euch, und aus ist die Maus.